Also, das war... Was? Nein! Oh Mann, ich hab ja schon gesehen, dass wir es first tryen. Oh fuck. Oh Gott, was soll ich zum letzten Part sagen? Absolute pure Katastrophe. Oh ja, du hast dich richtig angestellt, Bettfreund. Dein Skill war auf 100 und dann mal auf 0. Und das die ganze Zeit auf und ab. Du kannst nämlich gar nicht. Also verzieh dich endlich. Okay. Also, verpiss dich. Ah, nicht mal Cranky will mich sehen nach der Schandtat vom letzten Part und damit auch willkommen zurück zu... Salt Country Loren, nein! Nein. Kein Loren-Level. Bitte. Alles. Alles. Nur kein Loren-Level. Diese Welt, die... Die Welt macht mich K.O. Die Welt bringt mich um. Und... Ja, genau! Jetzt springt man nicht mehr, sondern ist eben so aufgebaut und... Ja, super. Das Diddy und Donkey... Was zur Hölle? Was? Da oben war irgendein Bonus, okay. Wie ich an den rankommen soll, kein Plan. Das werde ich definitiv probieren dann später. Und oh Gott! Das war gerade mehr als knapp. Das ist hier alles einfach nur gottverdammt krank. Und Checkpoint, yay! Und nein! Wenigstens schon Checkpoint erreicht. Okay, wenigstens etwas. Aktuell kann ich noch alles hier noch schön mit Humor nehmen. Aber die Zeit wird auch noch kommen, wo ich dann das alles nicht mehr mit Humor nehmen werde, sondern mehr mit Saltiness und... Hast du nicht gesehen? Und... Ja, genau! Und... What the fucking hell, bitch? What? Okay. Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Und... So, und... Nee. Und... Hüppa. Okay. Und... Na, yes! Bonus! Wenigstens den erreicht. Aber ich bezweifle, dass ich das jetzt hier schaffe. Aber ich versuche trotzdem. Und geschafft. Ja, nice. Juhu! Wenigstens etwas. Aber das Bonus hier drin sind? Hieß es nicht von Frankie, es gibt in den Loren-Level keine Bonusfässer? Von den Bonus-Leveln zumindest? Hier, war da nicht was? Aber okay. Oh Gott! Das war jetzt gerade mehr Reflex. Okay, hier können wir kurz campen. Warten. So. Und Kremling? Okay. Und oh Gott. Jetzt müssen wir auch immer perfekt springen. Und... Alter. Überhaupt nicht krank. Überhaupt nicht... Ich habe gedacht, da ist was. Nein. Ich glaube, wir waren voll weit. Och Mann. Okay, Leute. Ich schneide euch den Weg bis dorthin und... Bis gleich. Yes! Okay, und ist jetzt hier ein Bonus? Oder was bringt mir das jetzt? Ach, mir bringt das gar nichts. Okay. Nur falls ihr euch wundert, ja, ich bin Game Over gegangen. Also, wir sehen uns, wenn ich dort hinten bin und ich wollte nur euch schnell den Bonus reinschneiden. Und fuck it. Egal. Bis gleich, Leute. Okay. Und eins, und zwei, und drei. Yes! Okay, bin jetzt hier endlich mal wieder an der Stelle hier angekommen. Und diesmal nicht, Geierchen. Und, oh Gott, was? Okay, das war gerade der reinste Blind Jump und... Wie soll ich denn da runterkommen? Oder wartet mal. Wartet mal. Eins, zwei, drei und Bonus. Okay. Was soll ich jetzt dazu sagen? Dieser Bonus ist leicht krank und ja... Also, den sieht man definitiv auf den ersten Blick. Also, ich will ehrlich sagen und niemandem was unterstellen hier. Also, um Gottes Willen. Aber dieser Bonus ist definitiv krank und ich bin froh, dass ich das Level geschafft habe. Zwar nicht mit allen Boni, weil ich mir denken konnte, aber geschafft ist geschafft. Backtracking machen wir in einem anderen Part, weil aktuell, obwohl, einen könnte ich dann später holen. Einen könnten wir dann eventuell holen, aber jetzt nicht, dann gehen wir es erstmal in den Koma-Keller. Der Titel ist ja schon mal... vielversprechend? Und, oh nein, das ist so ein Light-On-Light-Off-Level. Och nö. Das wird nicht lustig. Das wird echt nicht lustig. Oh Gott. Am meisten, man sieht die Gegner halt echt überhaupt nicht. Man sieht nichts. Und, oh Gott, hier ist irgendwo ein Kremling.
Okay, da. Gut, ausgewichen. Und hier ist eine Plattform. Die Idee an sich ist geil. Also, wirklich. Aber das ist so asozial. Und und ja, das war gerade leicht riskant, dass ich das geholt habe. Und ich habe beide auf einmal gekillt. Bin ich gut. So. Hier ist so ein... Und... Gremlin. Alter, auf einmal sind da Gremlin hier vor allen. Das ist echt... Das ist echt schockierend. Weil mir das ja echt überhaupt nicht erwartet. Und eins. Zwei. Campen wir nochmal kurz eine Runde. Nochmal. Jetzt hat. Okay. Hier können wir campen. Und... jetzt so. Das hätte ich nicht abgedacht. Und Checkpoint. Läuft doch schon mal ganz gut. Also kann ich mich echt nur beklagen. Und DK, ich brauch dich jetzt, weil dieser Typ muss weg. Bei denen kann nur DK killen. Weil er stark genug ist. In Ordnung. Und jetzt schwingen. Mal kurz warten, dass es nicht wieder an ist. Den Typen umbringen mit den Riesennippeln. Und oh Gott. Alter. Das war jetzt knapp. Also, das war... Was? Oh Mann, ich habe schon gesehen, dass wir das First Tryen. Oh fuck. Das wäre jetzt echt gut gewesen, wenn wir das First Tryen, oder? Ist mal ohne Scheiß. Also da wäre ich stolz auf mich gewesen. Dann wäre ich wirklich stolz auf mich gewesen. Aber das war mir leider nicht vergönnt. Leider. Obwohl das so ein dummer Fail. Das war einfach so dumm. Es war einfach so dumm. Wie kann man nur so inkompetent sein und von der gottverdammten Kante rutschen? Mann. Das kotzt mich jetzt echt an. So ein Scheiß. Und oh Gott, das Timing ist ja richtig asozial. Aber jetzt habe ich es wenigstens geschafft und da vorne war ein TK-Fass. Okay. Obwohl, das hätte mir in der Situation auch nicht viel gebracht. Aber immer noch mehr als besser als gar nichts. Ne? Aber in Ordnung. Jetzt müssen wir nur noch hier einigermaßen vorankommen und warten, bis die Plattform zurückkommt. Oh Gott, einfach ein Jump, wenn man überhaupt nichts sieht. Überhaupt nichts. Und was heißt das jetzt? Oh Gott, die geht runter. Und ja, genau. Ja, moin. Alles klar. Und, hä? Habe ich da gerade... Nein. Ich habe gedacht, ich habe da einen Bonusfass gesehen. Da war kein Bonusfass. Scheiße. Okay, Leute. Ich schneide euch den Weg bis dorthin, weil das wird es wieder eine Weile dauern. Also, bis gleich. Ah! Aha. Ja, ich weiß, ich habe es gerade leider nicht zu lange kommentiert, aber ich habe euch falsch eingeblendet. Aber ich habe... Da war tatsächlich ein Bonus, was ich wusste doch... Ich bin doch nicht blöd. Obwohl, ich bin schon blöd, aber das ist jetzt mal so ein Randthema, okay? Okay, gut. Aber in Ordnung, ich sehe einfach hier nichts. Das ist auch schon mal gut und interessant, weil ich nicht weiß, wo ich mich überhaupt hinschieße und wo ich lande. Eieiei. Alles klar, das geht hier runter. Nochmal runter, obwohl... Nochmal schräg. Yeah. Es ist gerade echt ein bisschen predictable. Also das muss man wirklich gerade einschätzen, wo man sich überhaupt hinballert. Das ist hier gerade echt scheiße. Oh Mann. Okay, und oh. Jetzt habe ich mich wieder falsch hingeballert. Ich will die Banane. Jetzt geht's. So. In Ordnung. Jetzt bin ich irgendwann in der Mitte angekommen. Nein! Ich wollte doch nur runter. Und, Alter. Jetzt lass mich runter. Kannst du mich jetzt endlich mal runterlassen? Ich will doch nur... Und Dankeschön und jetzt weg hier. Dankeschön. Und yeah. Endlich. Anstrengender Bonus hier. Wirklich anstrengender Bonus. Und was haben wir hier? Ein Steifers? Okay. Was hat das Steifers zu bedeuten? Ist hier irgendwo ein Gegner? Ah, hier kommt... Ah, ich weiß... Wofür das Steifers ist... Es war wahrscheinlich dafür, um diesen Typen auszunocken. Aber... Oh Gott! Ach! Ha! Das war gerade mehr als knapp. Und dafür war wahrscheinlich das Steifers gewesen. Hierfür wäre sehr wahrscheinlich das Steifers gewesen. Och Mann! Aber boah, die Kräfte haben mich so erschrocken.
Ja, mir ist gerade ein Schock des Lebens verpasst. Holy shit! Aber ich persönlich würde sagen, ich hole mal ganz schnell einen Bonus, nachdem wir verpasst haben, aber ich gehe ja speichern. Ich sage euch gleich welchen und welches Level und alles drum und dran. Also, wir sehen uns dann in den jeweiligen Level. Bis gleich. Was? Lel! Okay. Das ist der Bonus, den ich mal beim Geierfeier nachholen musste. Und ich... Das kann man durch einen Sprung auslösen? Normalerweise hat Frank gesagt, wir müssen das Fass dafür nehmen. The fuck? Aber okay. Ich würde persönlich sagen, ich beende dann mal das Level hier. Und wir sehen uns dann, wenn ich wieder draußen bin. Bis gleich. Okay. Hier ist nämlich noch ein Bonusversteck gewesen beim Geier. Den habe ich tatsächlich auch vergessen. Also, wie viele Boni habe ich hier in diesem Level schon vergessen, Leute? Das ist abnormal. Aber, okay. Ganze zwei Bonus kann man akzeptieren. Definitiv. Sind legitim. Nein, sie nicht, natürlich. Wenn man schließlich schon die Kommentare geschrieben bekommt, dann sollte man sie auch holen. Ich weiß echt nicht, warum ich die vergessen habe. Also, das habe ich nämlich gerade nochmal nachgeschaut, ob ich noch irgendwas vergessen hatte. Und tatsächlich war das so. Die zwei Bonusfässer. Und jetzt ist auch Geierfeier fertig. What the fuck? Aber in Ordnung. Dann würde ich sagen, gehe noch schnell speichern und wir sehen uns dann, wenn ich wieder in der fünften Welt bin, wo dieses meine Bonusfass versteckt sein soll. Und ich glaube, ich habe es gefunden, aber ich komme nicht ran oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß nicht mal, welches Level, aber ich weiß nur, es ist ein sehr legendärer Bonus, der mir von Niklas und Frankie schon groß angepriesen wurde. Aber egal. Dann würde ich sagen, ich gehe in das Level zurück, in die Welt. Und wir sehen uns dann beim... Obwohl, komm, ich schneide die Scheiße jetzt nicht. Das ist ja nicht weit. Wir fliegen ja nur schnell dahin. Hier, Krimskrams GmbH. Und dann fliegen wir zurück. Und... Und Herr Dumpfbacke. Dumpatz. Okay, machen wir den hier noch. Und das ist ein Boss anscheinend. Okay, und wo... Was... was soll man hier... Was? Hä? Was soll ich jetzt hier machen, bitte? The fuck? Muss ich den... Nein. Rausspringen ist die falsche Lösung. Hä? Ich bin dezent verwirrt. Wie sollen wir den besiegen? Hä? The fuck? Aber okay. Ich schneide jetzt wirklich den Weg dieses Mal. Bis gleich. Okay. Ich habe jetzt schon zwei Gegner besiegt, einfach mal so. So, dass ich das... Hab einen Teil rausgeschnitten, weil das ist ja echt nicht so spannend ist, aber müssen wir einfach nur ausweichen und warten, bis er einfach keine Monster mehr hat und dann explodiert er oder so? Weil er wird weil es kommen immer mehr. Also es kommen an sich immer mehr Gegner. Und er stammt auch immer häufiger. Aber wir dürfen DK auf keinen Fall verlieren, weil wir gegen diese ganz fetten Kremlinge den brauchen, weil die kann die nicht hatten die so von allein nicht gehen. Und oh mein Gott! Fuck it! So. Und, yo! Okay, das war gerade Reflex. Ich habe es nicht gedacht, dass das Ding da runterfällt. Aber es war die Lösung. Es war die Lösung. Wenigstens etwas. Aber okay. Affenklein-Höhle. Anscheinend ist das dann die letzte Welt. Aber ich beende hier an der Stelle den Part. Oder vielleicht auch nicht. Das ist nur erst Welt 6. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, lasst einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal. In aufgetankter Ärger. Das hört sich nämlich nicht so gut an. Ich habe definitiv Respekt. Also, bis dann. Und ciao.